Jetzt bei mir ist Thomas Sattelberger. Er war viele lange Jahre im Vorstand der Deutschen Telekom. Jetzt sind Sie natürlich noch groß unterwegs und beraten unter anderem unterschiedliche Unternehmen, auch gerade was Ausbildung angeht. Und da haben wir gerade schon gehört, da kann man noch einiges machen, oder? Also ich habe ja eine Varietät. Ich war bei Lufthansa, Daimler-Benz, Conti und Telekom. Ich bin auch kein Profitberater, sondern wenn ich so etwas mache, dann mache ich das auf Non-Profit-Basis. Das Thema Berufsausbildung ist ein Schlüsselthema für die deutsche Wirtschaft und für die Sparkassenorganisation allemal, weil da gibt es einige Schwierigkeiten, einige Hürden, Stolpersteine, aber auch Chancen und Potenziale. Was für Schwierigkeiten gibt es da? Ja, die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze liegt bei 7%. Es werden überwiegend Gymnasiasten gewonnen, andere Talentsegmente werden weniger erschlossen und die Attraktivität des Bankkaufmanns und der Bankkauffrau ist von Platz 1 auf Platz 9 gefallen. Was glauben Sie, woran liegt's? Das hat auf der einen Seite mit Sicherheit mit der Finanzkrise zu tun, für die die Sparkassen ja gar nichts können. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Sparkasse ein bisschen ein behäbiges, muffiges Image hat. Und wenn ich in meine Filiale komme, das ist keine kleine in München, da würde ich mir manchmal wünschen, dass da ein Videoscreen an der Wand wäre, dass da ein Berater oder eine Beraterin wäre, die mich mit dem Tablet betreuen würde. Das läuft im Grunde noch sozusagen in der alten Welt. Das ist jetzt selbst ich als 66-Jähriger, ich bin digital affin, ich wünsche mir da eigentlich ein Stückchen mehr digitalere Kultur. In Göttingen sind die ja schon dabei, also eigentlich auch schon was Neues in die Richtung auch gerade für Auszubildende zu entwickeln. Das Problem in Deutschland ist immer Göttingen mal 5000. Okay. Wenn das klappt, dann ist es gut. Okay, was bedeutet das ganz genau? Ja, dass in 5000 Sparkassen sowas gemacht wird. Leuchttürme haben wir in Deutschland genügend. Mhm. Nur viele Menschen drehen den Leuchttürmen den Rücken zu. Also die Frage, gelingt es einer Sparkassenorganisation, das zu skalieren, in kritische Masse zu bringen? Oder wird man in 3 Jahren sagen, wir haben jetzt 10 Sparkassen, die das gemacht haben? Aber was glauben Sie, muss die Sparkasse genau machen, um diese jungen Talente zu fördern und zu sagen, so kommt zur Sparkasse? Also erstens muss sie sich als digital affines Unternehmen präsentieren. Denn junge Leute wollen Technologie. Zweitens, junge Damen müssen das Gefühl haben, dass sie Karriere machen können in der Sparkasse. Als ich mir gerade das hier angeschaut habe, ich schätze mal 5-6% Frauen im Publikum. Das geht nicht. Ich kann nicht über Talentmangel klagen und gleichzeitig Frauen nicht befördern. So, das ist ein zweites wichtiges Thema. Ein drittes Thema ist sicherlich die Frage der Führung. Es wird unterschätzt, wie viel Coaching-Interesse und wie viel Fragen und Rat eigentlich junge Menschen haben wollen. Sie entscheiden dann schon selber, was sie machen, aber sie wollen vieles hören. Und Führungskräfte sind da eigentlich Coaches ihrer Mitarbeiter. Und die Frage, wie viel Zeit wird investiert? Also zumindest, ich bin ja 47 Jahre lang Kunde der Sparkasse. Ich beschäftige mich immer mit solchen Themen. Okay, sehr gut. Ja, klar, selbstverständlich. Ich frage dann auch Azubis in der Filiale mal, wie gefällt es dir hier? Wie viel Zeit nimmt sich dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte, um mit dir über deine berufliche Entwicklung zu sprechen? Und da ist noch kräftig Verbesserungsbedarf angesagt. Also das werden wir auf jeden Fall so weitergeben. Ja, bitteschön. Sie haben jetzt aber eben gerade auch noch eine lange Rede gehalten. Sie konnten schon einige Eindrücke sammeln vom Sparkassentag. Wie ist denn so Ihr Resümee? Also auch gerade was so dieses Ausbildungscamp angeht, an dem Sie ja auch mitgearbeitet haben. Also ich bin ja ein bisschen schwarzhumorig. Erstens ist gut, dass es gemacht worden ist. Es hätte aber auch schon vor 10 Jahren gemacht werden können. Okay. Ja, also die Frage Geschwindigkeit ist ein Schlüsselthema in Veränderungsprozessen. Zweitens, man hat es ja an den Worten der jungen Leute gehört, wie überrascht die waren, dass sie mit Vorständen so zusammenkamen. Vorstände sind menschennah. Ran an die Menschen, kommunizieren, nicht nur Fragen antworten, sondern disputieren, in die sachliche Debatte gehen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema auch einer Führungskultur,
dass man auf Augenhöhe miteinander redet. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch und ja. Ich denke, wir haben noch wieder einiges dazugelernt. Dankeschön. Ja, danke auch.